Sprechen wir mal über Dr. Stone. Mittlerweile ist die letzte Folge aus der zweiten Staffel von Dr. Stone schon draußen und Alter, war das ein gutes Ende für den Prolog. Yep, ganz richtig gehört. Das, was wir bis jetzt bekommen haben, also Season 1 mit 24 Folgen und Season 2 mit 11 Folgen, war einfach nur der Prolog. Ich bin wirklich unnormal gespannt, was ab jetzt passieren wird, jetzt wo wir mit Season 3 den richtigen Beginn der Story sehen werden. Ich hoffe, wir bekommen relativ schnell ein Datum für Season 3 von Dr. Stone. Könnte in der aktuellen Lage schwierig werden, aber bestätigt ist die dritte Staffel von Dr. Stone ja immerhin schon. Der Stone War ist vorbei und mit diesem Plot-Twist hätte ich niemals gerechnet. Tsukasa tut alles nur aus Verzweiflung gegenüber seiner kleinen Schwester und mit der Hilfe von allen konnte Senku diese durch einen Entsteinerungsprozess heilen und wieder zum Leben erwecken. Der wahre Enemy dieser Season war einfach mal Hyoga, der von einer Selektion der Menschheit überzeugt war. Der Kampf mit Senku und Tsukasa als Team und die ernsthafte Verletzung, die Tsukasa in diesem Kampf erlitten hat, haben dem Werk viel mehr Tiefe verliehen und neue Türen geöffnet. Denn in dieser Folge, die den Abschluss von Season 2 und dem Prolog verkörpert, ging es hauptsächlich darum, die Kühltruhe herzustellen und Tsukasas Körper einzufrieren. An der Stelle muss ich sagen, dass ich den Manga nicht gelesen habe. Zumindest noch nicht. Ich aber mit dem Gedanken spiele, das zu tun. Denn mit Tsukasas Tod und dem Einfrieren seines toten Körpers haben wir nicht nur eine wirklich sehr, sehr emotionale Szene, sondern auch ein neues Ziel, was in dem Werk angestrebt wird, erhalten. Neben der Wissenschaft, die vorangetrieben wird, wollen sie jetzt diesen Versteinerungsprozess erforschen und verstehen, um diesen irgendwann auch selber anwenden zu können. Aktuell ist das Ziel, den tiefgekühlten Körper von Tsukasa manuell zu versteinern, um diesen dann mit der Salpetersäure wieder davon zu befreien. Durch den heftigen, bei der Entsteinerung entstehenden Heilungsprozess wollen sie Tsukasas beschädigten Organe heilen. Das ist das einzige, was ihnen aktuell noch übrig bleibt. Ansonsten wird Tsukasa leider sterben. Das Ganze ist natürlich sehr schade und hart für seine kleine Schwester Mirai. Senku und die anderen sind nun auch auf dem Weg zu der Quelle des Lichts, die für die Versteinerung verantwortlich ist, um das Ganze halt eben zu erforschen und irgendwann auch selber einsetzen zu können. Am Ende der Folge haben wir noch einen Teaser für die dritte Staffel bekommen und laut Senku hat das Zeitalter der Entdeckung dieser Steinwelt nun begonnen und wir sehen Senku und die ganzen Leute in Piratenkostümen auf einem Schiff. Gibt einem richtigen One Piece Vibe die Szene. Hier haben wir nochmal die Bestätigung, dass von jetzt an das Geheimnis der Versteinerung im Vordergrund steht und Senku dieses auch lüften will. Interessanterweise bekommen wir hier am Ende auch einen neuen versteinerten Charakter zu sehen und der Dialog dazu war schon relativ interessant. Ich denke, von jetzt an wird Dr. Stone wirklich sehr, sehr krass werden, denn wie wir wissen, war das Ganze bis jetzt nur ein Prolog. Jetzt kommt Dr. Stone so richtig ins Rollen und ich denke, uns erwartet da ein ganz, ganz heftiges Werk, wenn der Prolog schon so heftig war. Bleibt abzuwarten, was genau alles passieren wird, doch eins steht fest. Dr. Stone wird ab jetzt ein fester Bestandteil meines Kanals sein. Ich werde noch schauen, wie genau ich dieses Werk in meinen Kanal einbaue und das gilt vor allem für die Zeit, wo Dr. Stone als Anime halt nicht ausgestrahlt wird. Zu Season 3 werden aber auf jeden Fall wöchentliche Reviews folgen und über mehr mache ich mir aktuell noch Gedanken. Bleibt gespannt und abonniert diesen Kanal, falls es euch gefallen hat. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, ciao.